Wir sind jetzt mitten in einer Anlage, sogenannte Heeresreitschule, sprich Kavallerie aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Anlage wurde auch von den Russen nachgenutzt. Und hier gibt es einen besonderen Ort, eine besondere Location, die ich euch unbedingt nochmal zeigen möchte. Aber vorab zeige ich euch einmal hier den Bereich, der sicherlich auch spannend ist. Aber wir gucken uns jetzt direkt den Bereich an, den es tatsächlich nur einmal auf diesem Planeten gibt. In der Hoffnung natürlich, dass wir da hinkommen. Also viel Spaß in diesem Video. So, meine lieben Freunde, also den genauen Weg zeigen wir natürlich nicht. So, meine Freunde. Also viel hat sich hier nicht getan. Komplett entkernt. Die Tür haben sie sogar noch original gelassen, schon mal abgebeizt. Und ich, hier, was? Ja, machen wir gleich. Lass uns erstmal da hingehen. So. Also, ich komme, glaube ich, seit 4 Jahren regelmäßig hier hin, um mir den Baufortschritt anzuschauen. Und das Gute ist, es gab mal eine Gruppe, die haben diesen Weihnachten das Ornament oben wieder frei gemacht. Das war nämlich komplett versprüht. Ach, hier sind auch Zerstörungen durchgeführt worden. Das ist ja schade. Ich zeige euch mal hier über mir. Diese Dinger sind kaputt gemacht worden. Ja, genau. Haben sie kaputt gemacht. Also von daher hat sich nicht viel getan. Aber vielen Dank nochmal an die Lieben, die damals die Decke in dem jetzigen Zustand wieder zurückgebracht worden haben. Mein Gott, was für ein Deutsch. So, Leute, da ist es. Schaut euch das an. Also das gibt es definitiv nur einmal auf diesem Planeten. Und was sagst du? Besser als Bunker oder Bunker sind besser? Das ist auch gut. Das ist auch gut. Mega gut. So, dann seht ihr mal, wie groß das in etwa ist. Also ich würde sagen 2,80 x 2,80 oder 3 Meter x 2,50, irgendwie so, ne? Hier. Doch, doch, war schon, das war schon immer kaputt. Mhm. Das war leider schon immer kaputt. Aber du siehst teilweise noch die alte Sprühfarbe da drauf. Die Sprühfarbe, guck mal da. Hat das jemand weggemacht? Ja, ja. Mhm. Du? Nee, ich nicht. Diese Weihnachten haben sich. Passt auf das Geländer mit drauf. Ja, danke schön. Ist mal ehrlich. Ja, ja, es ist. Also, ist 80 Jahre alt. Ja, wir haben uns da angelehnt gerade. Bei ihm müssten wir uns Sorgen machen. Schau mal. Ja, lassen wir die erstmal ihre Firmen drin. Ich war ja schon hier. Mal gucken, ob das Interieur noch hier ist. Also als ich das erste Mal hier war, da war sogar noch ein Kino hier. Das haben sie schon entkernt leider. Dann gab es alte Sportgeräte von den Russen, von der Nachnutzung. Es gab einen Raum, der war komplett mit wie sagt man, mit einem Funkgerät ausgestattet und allen möglichen Schnickschnack. Das war so krass. Auch das, ne? Also das ist wirklich ein sehr geschichtlicher Bau. Und heute wohnen hier die Mäuse. Ja, hier war das Sportgerät drin. Das war einer meiner ersten Lost Places. Heute würde ich das nicht mehr als Lost Place bezeichnen, sondern es ist für mich hier absolut geschichtsträchtiger Ort. Und da sehen wir wieder die Originalfliesen. Der Sturz ist auch original. Hat man gelassen, man will Teile der Grundsubstanz auf jeden Fall erhalten, wie ihr seht. Und das freut mich natürlich als Geschichtsinteressierter extrem.
Ja, also ich nenne die Namen jetzt nicht, die das hier sauber gemacht haben, aber fängt auf jeden Fall mit L an. Und an dieser Stelle, falls du das Video siehst, ich danke dir und deinen Freunden, dass ihr so gut mit der Geschichte halt umgeht. Und das natürlich auch für andere Lost Placer, Urbexer oder Geschichtsinteressierten nochmal erlebbar macht. Also habt ihr auf jeden Fall meinen Respekt verdient. Und hier war das alte Kino. Und hier an der Wand stand Siegen oder Sibirien. Es ist leider auch nicht mehr da. Siegen oder Sibirien. Und hier war, wie gesagt, der Bereich, wo das Theater aufgebaut war. Die Stühle waren noch da. Das war wirklich krass, Leute. Siegen oder Sibirien. Wenn ich das Foto finde, verlinke ich euch das mal hier. Oh. Krasse Nummer, ja? Ja. Also, mega. Mega, mega, mega. Und hier in dem Bereich war der Funker. Der saß hier mit seinem Funkgerät. Es war wahrscheinlich auch nur aufdrapiert für den Raum, aber war schon cool. Mal schauen, ob das noch alles da ist. Oioioioioi. Bisschen hoch. Oh, das ist erbärmlich. Der Zustand ist erbärmlich. Hier ist noch nichts entfernt. Ja. Wo ist es denn? Hoch, wenn es noch da ist. So richtig in Zeit hier, Alter. Ja. Mit dem bröckelnden, mit der bröckelnden Russenfarbe hier. Konfetti kennen. Aha, Fabi, dein Kochtopf. Ja. Sieht aber richtig runtergerockt aus. Ich muss mich einmal kurz orientieren. Also ich glaube zurück. Ich glaube zwar zurück. Ja, ja, zurück. Zurück, zurück, zurück. So, macht das nicht zu Hause nach, Leute. Macht das auf jeden Fall nicht zu, oh, nicht zu Hause nach. Da wollen wir rein. Da wollen wir rein. Corpus Delicti. So, meine Freunde. Willkommen zurück. Ab in den Haupteingang. Hier lag damals das Plakat rum mit dem Panzer drauf. Geschützter Fledermausbereich. Oh! Ich glaube vom Panzer oder vom Kampfjet oder einfach nur von der Steuerungseinheit. Ich kann es leider nicht lesen. Das gibt es noch. Das Plakat mit dem Panzer drauf. Das lag früher hier auf dem Boden. Schön. Ich dachte, das gibt es nicht mehr. BTM oder so? BT. BMP, ne? BMP, genau. BMP. Ja. Panzer. Da wird hier die Drehstabfeder erklärt. Ah. Das ist die Erklärung für die Drehstabfedern und wie das eingestellt wird. Geil. Das ist schon cool. So, wir müssen hoch in dieses wunderschöne Alter. Gebäude. Alter, das ist Endzeit. Schreibt mal die Kommentare, also das ist Endzeit, Endstufe. Ich liebe das, wenn hier die Alters fliegen. Das letzte Mal wurden so viele Alters losgelassen in der V2-Raketenbasis.
So, jetzt muss ich einmal überlegen, wo war es denn? Ich glaube, hier war es. Ja. Ja, Leute, ich habe es wieder gefunden. Schaut mal. Das ist so krass. Das ist einfach so krass. Mega, oder? Aber hier ist kaputt, leider. Wo steht 81? Komm mal her. Dafür, dass man die nicht hat, ist aber viel drin. Hier wollte ich hin. Was ist das? Achso. Ach, das haben die einfach. Das ist eine Karte von 1940 von den Russen. Und das haben die als Wandfunktion. Ja. Russisch halt. Und hier wird halt erklärt, wo die Industrie ist. Ne? Das ist Telekommunikation zum Beispiel, das ist ein Laborant. Ist Lager, Bergbau, genau. Moskau, oder? Ja, Mokwa. Mokwa ist Moskau. Das bedeutet, es ist alles rechts, Richtung Ural und Sibirien. Sibirien ist hier oben. Wahnsinn. Mega, oder? Ich habe schon immer gedacht, ich nehme das mal mit. Aber du kriegst es dann ins Auto. Du willst beobachten. Du musst die Hände hinterm Rücken tun. Ja. Genau so, richtig besser. Und guck mal, da für Kinder da oben. Oder für irgendwelche Planspiele, das kann natürlich auch sein. Mhm. Also ich mag das schon, den Bereich. Du willst lieber Buka sehen, ne? Das alte Heizkraftwerk anzuschauen. Ich war auch hier schon 2-3 Mal. Wunderschön. Alles original, natürlich entkernt, aber die Heizanlagen sind noch da. Das ist sicherlich was Besonderes. Ach, schaut mal, Leute. Das wunderschöne Heizkraftwerk. Ich meine, hinten war der Eingang. Hoppala. Da werden Erinnerungen wach an das wunderschöne Gebäude. Das alte Generatorhaus. Immer noch wunderschön. Thank you.
vom Generator häuschen. Gewesen. Wunderschön. Auch da die Reliefs. Übersicht reicht das auf jeden Fall. Man muss auf jeden Fall überall vorsichtig sein, weil der Boden ist an vielen Stellen aufgebrochen. Und schaut euch mal diese riesen Fenster an. Wunderschön. Unvorstellbar. Und wir gehen wieder raus. Die Sonne steht extrem tief und ich habe schon mehrere Stimmen gehört. Die können mich sehen, ich die aber nicht und das ist nicht ganz so cool. So. Da ist die Tür auf. Schränke, auch mit laufenden Nummern, 13, 20 und so weiter. Auch hier wieder was Russisches, russische Schrift. Auch russische Schrift für Namen vielleicht. Unfassbar. 220 Volt.
ausgegangen, weil ich muss ja mein Glück nicht überschrapazieren. Ich denke, das sind zwei Urbexer, aber ich warte doch lieber, bis der Kollege da ist. In diesem Sinne gucken wir uns erstmal weiter um. Bis gleich. Von der anderen Seite. Wir haben echt Glück mit dem Wetter. Schaut euch das mal an. Auffahrt und hier, die war wahrscheinlich immer beleuchtet, war Feuer drin. Schauen wir mal rein, oder nur für Pflanzen? Nee, wahrscheinlich nur für Pflanzen. Schaut euch das mal an. Ist doch, oder? Mhm. 9, 1, oder jetzt ist eine 4? 4 ist das, ne? 1947. Könnte auch sein, ja. Entweder eine 1 oder ja. 4. Und hier hat sich auch 49, guck mal, 49. Ja, doch. Ach, haben die sich, Big Graffitis haben die sich hier verewigt. Auf der Seite nicht. Öl. Mega. Leute. Oder hier. Heizungskeller. Mal schauen, ob wir hier noch irgendwas finden. Eine alte Gefängnistür. Hier ist ein alter Barren. Guck mal, das ist ein alter Sportraum. Das ist ja geil. Siehst du das? Das ist ja cool. Mach mal eine Übung. Oder hier. Das ist ja wohl heftig. Hier haben die dann ihren Sport gemacht. Das waren alles Bilder hier an der Wand. Leider nicht mehr zu sehen. Krass. Richtiger Sportraum. Hast du hier schon geguckt? Hier schon? Das war Umzugsbereich wahrscheinlich. Sogar noch mit den Namen. Leute, ist alles noch da. Boah. So, ich gehe mal weiter und melde mich dann, wenn es wieder spannend wird. Und jetzt kommen wir her. Auf die Sache. Das ist eine alte Sache.
Rohr, oder? Abschussrohr? Ich weiß nicht, irgendeine Kartusche auf jeden Fall. Ja, haben die nicht funktionieren. Ja, das reicht auch. Also. Aber ich habe davon auch schon mal welche gesehen. Auch in Vogelsang. Ja? Hm. Sehr geil. Schöner Knobelbecher. Ochsner. Doppelwarzen. Die haben auf jeden Fall gut getrunken, die Leute. Medizinball. Alles voller Garnisonsschuhe. Hier drin gebrannt. So kann man es, glaube ich, ganz gut sehen. Und ich habe hier eigentlich noch ein eigenes Licht drauf. So. Leider hat sie gebrannt. Die Dusche. Wurde alles zugemauert im Nachgang. Wunderschön. Leider hat es hier gebrannt. Ist hier auch noch was? Ja. Es ist eine Sauna. Es ist eine Sauna gewesen. Sportliche Ertüchtigung stand auf jeden Fall auf dem Plan. Und man hat sich früher auch schon gerne im Spiegel angeguckt beim Trainieren. Russische Zeitung? Oh ja. Oh, das haben wir schon gehabt heute. Gucken wir mal. Hier haben wir noch die alte originale Tapete. Zwei Häuser rein und hier seht ihr auch alte Reliefs. Müsst natürlich jetzt ein bisschen aufpassen mit dem Licht. Das kennen wir von Vogelsang auch. Mal gucken, was wir hier vorfinden. Schönen Parkett auf dem Fußboden. Die alten Lampen noch. Aber in Summe leider schon sehr weit runtergerockt und auch sehr stark entkernt. Der Hausflur. Treppenaufgang und wunderschönes Fenster. Mega schön. Schau du mal rechts, ob du da was findest. Aber ich denke, hier sehen wir nur leere Räume. Ja, ich glaube, hier sind nur leere Räume. Dann gehen wir jetzt mal zum Kino. Bis gleich. Die Toiletten will ich euch schon noch zeigen. Schaut mal.
hatte auf jeden Fall immer gute Gesprächsnachbarn, wenn die gut besucht war. Privatsphäre gleich null. Und der Ausblick, den will ich euch auch noch zeigen. Wunderschön. So. So, Leute. Ich muss jetzt mit dem iPhone weiter filmen. Die GoPro ist leer. Schaut euch mal da oben die Reliefs an. Preußen? Jo. Da seht ihr das. Preußenadler. Also, die haben die ganzen Sachen von damals sammeln lassen. Und noch zusätzlich ihre Embleme und Mosaiken und Reliefe dran gemacht. Schaut euch das an. So. Ein bisschen das Licht runterbringen. Alte Dosen. Ende. Da sind wir hergekommen. Und da gehen wir jetzt durch. Ciao, ciao, ciao. Hier runter. Alles zugemauert. Hier ist nichts. Wasser drin stand. Achso, das war's mit Blätter. Das war's mit Blätter. Krass. Guck mal, was hier noch so alles liegt. Das bleibt erhalten, oder? Ja. Die haben das so wiederhergestellt, dass man auf jeden Fall hier wieder was draus machen kann. Unglaublich. Boah. Leute, schaut mal, wie wunderschön. Wie wunderschön. Hier dieser Treppenaufgang. Alter grüner Teppich. Und schaut mal hier. Leute, das ist der Grund, warum ich heute hier bin. Schaut euch das bitte mal an. Schaut euch das Relief an. Unvorstellbar.
aufleuchten. Ich hab eigentlich genug Licht für dich. Für zum Fotografieren. Also in jeder Ecke ist ein Hakenkreuz im goldenen Mosaik. Das hier wurde schon entfernt. Eichenlaub, der Reichsadler. Auch hier wurden Teile des Hakenkreuzes entfernt. Das ist hier noch fast komplett vorhanden. Auch das ist noch was. Das ist ganz komplett vorhanden hier. Dieses, da ist wirklich alles noch okay. Schaut euch das mal an. Auf dem Boden scheint auch mal was gewesen zu sein. Aber das kann man nicht mehr identifizieren. Schaut euch mal an, wie weitgängig das hier alles ist. Ich zeige euch das nochmal. Da, schaut euch das an. Zweites Mal, weder in Deutschland noch irgendwo auf der Welt. Absolut einmalig. Last Shot, Leute, bevor wir hier gehen. So, Last Shot, bevor wir gehen. Noch einmal aus einer anderen Perspektive mit feststehendem Licht. Thank you.